Was machen wir im Krankenhaus mit Madison? John Shepard? John Shepard starb vor 30 Jahren. Ich hoffe, seine Mutter kennt die Antworten zu diesem Rätsel. Oh, seine Mutter ist hier. Nur noch ein paar Stunden, bis Sean Mars stirbt. Hoffentlich verschwende ich keine Zeit. Okay. So, wo ist sie? Kann ich sie direkt... ich frage direkt. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. Natürlich. So. Gehören Sie zur Familie? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Natürlich. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Na toll. Aber sie wird sich freuen. Bestimmt. Mit Sicherheit. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Alles klar, danke sehr. Danke. Danke, danke. Zimmer 19 also. Dann gehen wir direkt mal hin. Zimmer. Ich suche Zimmer 19. Also wenn sie Alzheimer hat, ich befürchte ja, dass das nichts bringen wird. Ich suche Zimmer 19. Alles klar, Madison, ich weiß Bescheid. So, nochmal Zimmer, sag mal. Was? Sind das Orchideen? Okay. Was ist das für eine Nummer hier? 13. Ganz nach hinten. Wollen wir nochmal hören? Ich suche Zimmer 19. Ah, ja, ich vergaß. Ah, Entschuldigung. Da müsste hier rechts Nummer 19 sein, oder? Es ist Nummer 19. Ja, dann rein mit uns. Miss Shepard, hallo. Ich suche Ihren Sohn. Aber nicht den Toten. Hallo, oh Mrs. Shepard. Hi. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Ja. Nein, Mrs. Oh. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Okay, vorstellen, so, wir stellen uns erstmal vor. Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Sie hat es eh wahrscheinlich gleich vergessen. Ich hätte da ein paar Fragen zu ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Okay. Das ist nicht gut. John? Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Hatten Sie noch einen zweiten Sohn? Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard. Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich hab gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Was? Origami-Killer? Vielleicht lieber nicht. Carnaby Damals Square? Der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Ja, das wissen wir. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Okay. Sohn schuldig. Pflegeeltern, Johns Bruder. Ihr einer Sohn hieß John und der hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Das wird schwer. Das wird schwieriger als erwartet. Okay. Pflegeeltern. Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard? Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Was machen wir denn hier? Was machen wir hier? Oh, die Arme, die tut mir so leid. Origami-Killer, Mrs. komm. Shepard, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Das will deine Mutter hören. Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Oh Wo Gott. Sind die Tabletten? Okay, das bringt doch nichts, oder? Sohn schuldig. Wir können uns hier auch Ihr nichts an... Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepard. Er hat schlimme Dinge getan. Oh, wir können uns hier hinsetzen. Ich Toll. Muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Ja. Er hat mich nie besucht, wissen Sie? Oh. In 10 Jahren. Nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Nein, absolut nicht. Aber sie kann sich an ihren Sohn erinnern jetzt. Vorhin hieß es noch, sie hat gar keinen Sohn. Okay. Können wir nichts mehr fragen? Okay, Moment. Name? Es dauert Tage, den Namen der Adoptiveltern ihres Sohnes herauszufinden. Sean Mars wäre bis dahin tot. Ja, da bin ich mir sicher.
Anne? Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Was? War das sinnlos? Killer? Diese Frau ist vielleicht die Mutter des Origami-Killers. Ich muss irgendwie ihr Gedächtnis anregen. Womit denn? Liegt hier irgendwas rum? Oh. Machen Sie diese Origami-Figuren? Oh. Meine Papiertiere. Ah ja. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Jungs, jetzt hat sie zwei Söhne. Ja, ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Ja. Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Oh mein Gott. Johnny. Okay, Johnny. Oh, Johnny. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Was ist das denn jetzt? Machst du da Origami? Was? Können wir jetzt eine Origami-Figur basteln? Okay, komm, machen wir. Warum auch nicht? Runter. So. Links. Guck mal hier. Gucken Sie hier, Miss Shepherd. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Ah, toll. Was ist denn Ihre Lieblingsfigur? Anne? Ich darf keine Zeit verschwenden. Okay. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Figur, ja, ja. Der Hund, Ihre Lieblings-Origami-Figur. Woher weiß sie das? Wieso weiß sie das? Warum ist es der Hund? Okay. Ich meine, okay. Geh zurück zu den Origami-Dingern. Okay. Wo ist denn der Hund? Gibt's hier einen Hund? Verdammt, ich habe das Ding zugemacht. Gibt's hier einen Hund? Okay, das ist der Kranich. Hummingbird. Irgendein Vogel? Wo ist der Dog? The Dog. Ich frag mich, woher sie weiß, dass es der Hund ist. Habe ich hier irgendwas verpasst? Hat sie das schon gesagt? Ich habe keine Ahnung. So, einmal runter. L1. Einmal links. Und schon haben wir den Hund. Ja, dann mal los. Sie können auch die kleinen Hunde falten. Aber natürlich. Meine Kinder liebten Origami. Ja, ja, die Kinder. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Und? Er nannte sie immer alle Max. Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Heißt der Bruder Max? Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Okay. Lustig, oder? Ja, Wahnsinn. Was ist mit Erinnerungsstücke? Scheint zu funktionieren. Sie erinnert sich. Ich muss ihr noch mehr Dinge zeigen. Was denn? Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Ich muss ihr mehr Dinge zeigen? Liegt hier noch irgendwas rum? Was liegt denn hier auf der Seite? Blumen. Moment, erstmal hier. Was ist hier in den Schubladen? Was für Blumen denn? Oh, ein Foto. Ein Foto, auf geht's. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? Ja, 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 ja. John und sein Bruder? Sind Sie das? Sie sind gute Jungs. Ja, sag mir den Namen. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Der wäre auch scheiße. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Nein, nicht aufgeben, zeig ihr doch das Foto. Boah, Madison. Okay, was ist da? Da ist gar nichts drin. Miss Shepherd, eine leere Schublade. Was sagt Ihnen das? Ist das nicht der Name des zweiten Sohnes? Was war jetzt gerade mit Blumen gemeint? Hier, da, Blumen. Sie bekommen nicht oft Blumen, Mrs. Shepherd. Ja? Nein, aber ich liebe sie. Mein Sohn weiß, dass ich sie liebe. Er wird mir welche bringen. Na, das hoffe ich doch sehr. Okay, ist hier vielleicht was in den Schränken? Auch nichts. Erinnerungsstücke. Ihr Gedächtnis kommt zurück. Jetzt nicht aufhören, erinnere dich. Ja, 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 ist ja gut. Ist hier noch irgendwas? Okay, wir können nicht noch mehr basteln. Vielleicht ist auf Toilette irgendwas. Moment. Was haben wir denn hier? Ja klar, es ist Zeit, jetzt im Spiegel sich anzuschauen. Mach dich doch nochmal sexy für Paco. So ist gut. Wie lange kann man sich im Spiegel angucken? Anne? Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren.
super. Ist hier noch irgendwas? Wie wär's, wenn ich mich hier hinsetze? Das bringt's wahrscheinlich. Das ist Verzweiflung. Absolute Verzweiflung hier gerade. Okay. Wir können noch nicht mal mehr eine Origami-Figur basteln. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir können nur noch rausgehen. Ich verstehe es nicht. Vielleicht weiß die Oma was. Hey Oma! Kennen Sie Anne Shepard? Wohl nicht. Ich hab keine Ahnung. Moment, die Blumen! Die Blumen, die hier stehen, kann man die jetzt mitnehmen? Gedächtnis. Oh, Moment. Spricht Mrs. Shepard über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Was du nicht sagst. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Wie wär's da mit den Blumen? Unterlagen. Ich suche den zweiten Sohn. Er wurde zur Adoption freigegeben. Er hat wohl einen anderen Namen. Gibt es vielleicht irgendwelche amtlichen Unterlagen von Mrs. Shepard? Nein, da gibt es nichts. Toll. Nichts über die Familie. Wenn ihr Sohn adoptiert wurde, dann ist sie die Einzige, die es wissen könnte. Okay. Und bekommt sie den Besuch? Bekommt sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die Erste hier. Das manchmal, ist hart. Wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Seit 10 Jahren, Mann. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Scheiße, Mann. Seit 10 Jahren hat sie niemand besucht. Die Arme. Wir versuchen es mal mit den Blumen. Ich hoffe, das geht. Oder kann man sich die nur angucken? Sie nimmt die Blumen mit. Oder eine Blume wenigstens. Das ist der Game Changer. Sie wird sich jetzt erinnern, oder? Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen soll. Alter. Jetzt bin ich aber gespannt. Wird sie jetzt sagen, wie der heißt? Jetzt gleich. Ethan. Ethan. Sein Name ist Ethan. Wir tun das mal in die... Moment hier. Komm. Alter, dann flippe ich aber durch. So, guck Eine mal hier. Schöne Orchidee. Absolut. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Ja. Wir pflanzten sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Okay. Ich weinte, als ich es erfuhr. Das glaube ich. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Name der Pflegeeltern. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepard. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Sie erinnert sich sehr gut. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann nicht mehr? Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Oh Mann, wie ist der Name? Sein Name, Mrs. Shepard. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Alter, ist das intensiv. Ich bitte Sie, Anne. Oh Gott. Sein Name. Wie war sein Name? Jetzt sagt sie's. Kommen Sie näher. Was? Was? Kommen Sie näher? Und jetzt? Du willst mich doch verarschen. Jetzt sag's mir doch auch! Oh mein Gott, sie ist geschockt. Es ist Ethan, oder? Okay. Oh mein Gott, was hat sie ihr gesagt? Kriegen wir das jetzt noch mit? Das Spiel will mich fertig machen. Oh mein Gott, es ist Ethan. Sag mir, es ist nicht Ethan. Die letzten Buchstaben. 961 Rainbow Lane. 18.24 Uhr. 129,92 mm. Wo sind wir denn hier? Ey, was ist das für ein...
Okay. Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Oh mein Gott, geh doch noch langsamer. Warum bist du so langsam? Als du Liebe gemacht hast mit Madison, da warst du um einiges schneller. Was? Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Warum ist das hier so rot drin? Okay. Okay, Origami. Und da hinten ein weißer... Alter, ist das hell. Was ist das für ein Raum? Ich habe keine Ahnung. Die letzte Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Weigern, Kameras, Lösung, Gedanken. Sean retten und sterben. Himmel, er verliert seinen Vater, aber wenigstens lebt er. Vielleicht ist es das Richtige. Gift. Wenn ich es trinke, bin ich in einer Stunde tot. Wenn nicht, kriege ich die letzten Buchstaben nicht. Die brauchen wir unbedingt. Wir brauchen die Buchstaben. Wir kriegen das sonst niemals hin. Weigern, Lösung? Es muss anders gehen. Ich kann mich nicht töten, um meinen Sohn zu retten. Lüge. Lüge? Er könnte lügen. Vielleicht sterbe ich, sobald ich es getrunken habe. Und niemand rettet Sean. Das wäre mies. Das wäre wirklich mies. Kameras. Die Kameras. Die beobachten mich. Was zum Teufel sollen wir tun? Dilemma. Würde ich sterben, um Sean zu retten? Ich will ihn nicht ertrinken lassen. Wir müssen diese Scheiße trinken. Akzeptieren, weigern, trinken. Gift. Ich überlebe eine Stunde. Genug Zeit, um Sean zu retten. Okay, weißt du was? Okay. Oh mein Gott. Trinken? Ich habe keine Wahl. Ich muss es tun, wenn ich meinen Sohn retten will. Ja, ich will ihn nicht ertrinken lassen. Das will ich überhaupt nicht. Okay. Ach so, das ist nur angucken. Oh, ich dachte, das war schon trinken. Das hier ist trinken, ne? Weißt du was? Scheiß drauf. Wir trinken. Es ist halt so. Gib mir die scheiß Buchstaben. Wir haben nur noch 60 Minuten. Nein, stirb nicht! Hast du es gesehen, du kranker, perverser Penner? Jetzt gib mir die Buchstaben. Wahrscheinlich sind die unterm Tisch. Wehe, die sind unter dem Tisch. Die letzten Buchstaben sind jetzt auf ihrem Telefon. Huch. Roosevelt. 852 Roosevelt. Roosevelt Street oder was weiß ich, irgendwie sowas. Ich hoffe, das reicht. Oh mein Gott. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich. What the fuck? Wieso kann der plötzlich rennen? Gerade eben ist er rumgeschlichen wie so eine Schildkröte. Oh mein Gott. Okay. Ganz ruhig. So, jetzt aber. Versteck dich vor der Polizei. Es gilt nur noch eins, Sean retten. Let's go. Okay. Wie denn? Ich komme nicht weiter und die Zeit läuft bald ab. Hä? Verdammte scheißblöde Buchstaben in dieser beschissenen Adresse. Scheiße! Oh nein, haben wir nicht genug? Das muss doch irgendwie gehen. Haben wir nicht genug? Oh doch, wir können selber. Wir können selber investigieren. Was ist das? Radio anmachen oder was? Die Suche geht weiter. Die Polizei fahndet weiter nach Ethan Mars. Natürlich. Dem mutmaßlichen Origami-Killer. Für den kleinen Sean Mars läuft langsam die Zeit ab. Die ganze Nation hält den Atem an und wartet auf die Festnahme des Monsters. Natürlich.
des Monsters. Ihr habt doch überhaupt keine Beweise, Mann. Handy. Rein damit. Okay. Wen rufst denn du an? Was war das denn jetzt? Was war das? Moment. Muss ich gedrückt halten? Was ist das für ein Geräusch? Kommt das nochmal? Irgendein Horn. Irgendein Horn. Was soll mir das bringen? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke mir den Zettel erstmal an. Die Buchstaben passen auf mehrere Adressen. Gott, die sind über die ganze Stadt verteilt. Willst du mich Ich habe keine Zeit, alle zu überprüfen. Franklin, was? 852, Theodore Roosevelt. Drei Adressen? Roosevelt Road, Park oder Lane? Oh, Moment. Wenn das ein Schiffshorn war, muss das in der Nähe von Wasser sein, oder? War das ein Schiffshorn? Das würde Sinn machen. Dann ist es hier am Fluss. Ich muss das Risiko eingehen. Vielleicht habe ich nur Zeit für eine Adresse. Ja, vielleicht. Wenn Sean da nicht ist, ist es zu spät. Oh mein Gott. Reine Glückssache. Willst du mich verarschen? Weh, das ist die falsche. Das war ein Schiffshorn. Jetzt, wo ich den Fluss gesehen habe. Ich hoffe, ich vertue mich nicht. Oh mein Gott. Oh nein. Das ist nicht gut. Opfergang. Ja, wir haben uns geopfert für unseren Sohn. Und wenn wir jetzt an der falschen Adresse sind, dann war es das. Dann stirbt Sean und dann stirbt auch Ethan. Ich glaub's ja wohl nicht. Oh, Spiel, du machst mich kirre. Okay, was hast du denn? Wir haben nur noch Stunden, um Natürlich. Sean Mars zu retten. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Okay. Genau hier vor meiner Nase. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Okay, ganz ruhig. Okay. Der gute Norman ist verzweifelt, wie es aussieht. Na, haben Sie schon geparkt? Boah. Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Wer denn? Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Ja, wer war's denn? Ich kann sagen, dass Sie mir fehlen werden. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Nee, echt nicht. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Oh, Blake. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich. Ich glaub's ja wohl nicht. Hau dem bitte eine rein. Blake, Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Ich sehe es als Kompliment. Natürlich. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Das war mir klar. Ich hab den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Er denkt, es ist Ethan. Ich weiß nicht, was ich denken soll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was die Shepard gesagt hat. Was hat die der Madison erzählt? Okay, was zum Henker tust du da? Was machst du da? Hat er dieses Zeug jetzt wieder genommen? Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Natürlich. Okay. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Haben wir nicht. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Okay, ist ja gut. Eigentlich habe ich den Wald gar nicht eingestellt. Wenn Sie nicht aufpassen. Was mit unserem Planet passiert? Das wäre höchst bedauerlich. Ist auch scheißegal, wie der Hintergrund jetzt aussieht, ganz ehrlich. Harry schließen? Nein. Hinweise. Komm, let's go. Wir finden das raus. Wir haben genug Hinweise gesammelt. Bei Paco im Büro. Reifenspuren nicht, nein. IE war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Aha. Vielleicht ist irgendetwas drauf? Was?
Oh, okay, analysieren. Das ist die Kamera von der Brille, die lag auf dem Boden. Ach, krass. Da bin ich mal gespannt. Dann zeig mal. Start. Pause kann man machen. Kann man ihn irgendwie erkennen? Spulen könnten wir, stoppen können wir auch. End Recording? Warte, spulen. Wenn er nah über uns ist. Vielleicht können wir dann sein Gesicht sehen oder so. Jetzt, wenn. Der hat sich doch hier über uns gelehnt. Hier vielleicht. Stopp. Pause. Oh mein Gott, ist das hakelig. Nein. Spulen. So. Naja, man kann nichts erkennen. Analysieren kann man aber. Was? Eine goldene Uhr. Was? Ich bin sicher, ich habe die schon irgendwo gesehen. Oh. Was? Der war Polizist? Das kriegen doch nur Polizisten, dachte ich. Die Uhr, die bei der Beförderung zum Lieutenant verschenkt wird. Der Killer ist ein Cop. War das alles hier? Okay, Moment. Haben wir noch irgendwelche anderen Sachen? Die Waffe, die der Mörder im Blue Lagoon gelassen hat, vielleicht lässt sich ihre Geschichte zurückverfolgen. Analysieren? Alter. Der Killer ist ein Cop. Vor 5 Jahren von der Polizei beschlagnahmt. Das ist Blake. Die Waffe sollte noch bei der Polizei sein. Wer könnte sie rausgeholt haben? Außer einem Cop. Ist es Blake? Geoanalyse, kann man das machen? Natürlich nicht. Wie wär's mit dem Video? Was mit dem Video? Kann man das irgendwie geoanalysieren? Selbstverständlich nicht. Okay. So, wir haben jetzt einige Hinweise, die auf einen Cop deuten. Pistole haben wir, okay. 2 Quittungen von derselben Tankstelle. Okay, ja. Könnte in der Nähe der Wohnung des Killers sein. Ja. Dann analysieren. Da geht aber auch bestimmt die Geoanalyse. No, identifiable. Okay, keine. Das bringt nichts. Keine Fingerabdrücke hier. Okay, Geoanalyse, let's go. Der Killer wohnt in diesem Bereich. 342 Menschen leben dort. Es reicht nicht. Ich muss etwas finden, um den Killer genau zu identifizieren. Okay. Was haben wir hier noch? Origami-Figur. Orchidee. Sieht so aus, als wäre der Killer ein Cop. Carter Blake. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sackgasse. Und Ethan Mars der Hauptverdächtige. Oha. Okay, krass. Blake beschuldigen, Ermittlung fortsetzen. Wow. Nein, warte, ich will erstmal sicher sein, bevor ich den beschuldige. Analysieren nochmal alles. Ich will mir ganz sicher sein. Falls wir irgendwelche neuen Informationen haben, dann kriegen wir die hier doch bestimmt. Okay. Was war das jetzt? Origami-Figur. Okay, nett. Das haben wir doch schon analysiert. Oh, Moment. Da war jetzt diese Dingens die Origami-Dingen hier eingestellt. Ich probiere das nochmal hiermit. Naja, der übernimmt das nicht. Ich dachte vielleicht, wenn sich irgendwas überschneidet. Okay, das ging nicht. Okay. Tankstellenquittung haben wir. Pistole, kann man die irgendwie jetzt geoanalysieren? Nein, kann man nicht, okay. Alter, das Spiel. Blue Lagoon ist egal. Die Reifenspuren vielleicht? Nein, natürlich nicht.
Oh mein Gott. Ich hoffe, wir haben genug Hinweise gesammelt. Killer, gibt's einen Kopf? Geoanalyse. Ein Kopf. Oh. Es gibt nur einen Kopf im Bereich des Geoprofils. Erwischt. Oh. Wer denn? Ihm gehört ein Lagerhaus in den Docks. Wenn ich mich irre, ist Sean Mars tot. Es ist jetzt Blake oder nicht? Bist du es, Blake? Ich verstehe gerade nicht, okay, er ist an Blake einfach vorbeigegangen. Aber er guckt ihm hinterher. Okay. Ja, Alter. Ist das sicher der richtige Wagen? An den Docks. Was? Wir brauchen das SWAT-Team. Oh, oh, und einen Helikopter. Heute? Ja, natürlich heute, Schwachkopf. Ach du Scheiße. Okay, die wissen, wo Ethan ist. Die wissen, wo Ethan ist, weil die das Auto lokalisiert haben. Das Taxi. Der hat es ja geklaut. Okay. Oh mein Gott, ist das spannend. Bleiben. Ich will nicht weg. Lauren, es sind nur ein paar Tage, bis hier alles geklärt ist. Ich soll warten, während du den Killer meines Sohns stellst? Es muss sein, Lauren. Glaub mir. Du bleibst bei deiner Mutter und ich hol dich, wenn die Sache hier gelaufen ist. Sag mir, wer der Origami-Killer ist. Wer hat meinen Sohn getötet? Hör zu, nicht mehr lang und ich werde dir alles, was ich weiß, erzählen. Versprochen. Okay. Und da ist der Kuss. Schön. Sehr gut, Scott, mein Freund. Passen gut zusammen. Passen gut zusammen. Das könnte deine Kollegin werden in Sachen Detektei und so. Lauren, Lauren, Lauren. Okay. Was? Halt durch, John. Warum sind wir denn hier schon wieder? Ich hol Hilfe. Halt durch. Los, beeil dich. Ich glaube, das Wasser steigt. Okay. Mach schnell. Oh mein Gott. Ich bin gleich wieder da. Okay, okay, okay. Wen sollen wir holen? Hilfe. Ich muss jemanden finden. Das Wasser steigt noch. Okay. John kann das nicht lange aushalten. Wo laufen wir denn jetzt hin? Schnell. Ich muss schnell Hilfe holen. John ertrinkt. John ertrinkt. Schönes Auto. Dad? Dad, ich muss Dad holen. Nur er kann John noch retten. Los, schnell. Baustelle? Hier ist niemand auf dem Gelände. Ich hab keine Ahnung. Da keiner, hinten, der helfen kann. Da ist das komische Ding. John? Durchhalten, Bruder. Ich hole jemanden. Wir kommen und retten dich. Da ist der Wohnwagen vom Vater. Mamas Arbeit ist zu weit weg. Da ich schaffe das nicht rechtzeitig. Da ist der Vater, da ist der Vater. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Der kommt nicht mit, oder? Dad, komm schnell. Der kommt nicht mit. Oh mein Gott. Du musst kommen, Dad. Na los, John stirbt, John stirbt, bitte. Ja, dann hätten wir ein Maul weniger zu stopfen, oder? Hau ab. Bitte, Dad, komm, ich bitte dich. John stirbt, Dad. Was bitte. Hab ich gesagt? Oh mein Gott. Du Kackvater, Mann. Oh, bitte, du Scheiße. Bitte, bitte, Dad, du musst John retten. Der besäuft sich lieber. Oh, Vater des Jahres. Ich hab's versucht, wirklich. Er will nicht. Bitte stirb nicht, John. Du darfst nicht sterben, John. Bitte. Alter. Wir können ihm nicht helfen. Oh mein Gott, er stirbt gerade. Scotty? Oh. Scott Shelby? Nein. Oh mein Gott. Ich hab Gänsehaut over all my body. Alter, Scott Shelby ist das? Natürlich. Natürlich ist er das. Wer denn sonst? Oh mein Gott. Der ist ja auch Cop gewesen. Na klar. Oh, du Scheiße. Er ist es. Er ist es. Oh mein
Gott. Ich habe ihn 0,0% verdächtigt. Alter. 0,0% habe ich Scott Shelby verdächtigt. Hä? Was machst du? Okay. Alter, Scott ist der Origami-Killer. Du bringst die kleinen Jungen um, die kleinen Kinder. Okay. Die hat er selber geschrieben. Die Dinger. Oh mein Gott. Oh mein Gott, alt. Ich bin geschockt. Das Handy? Das Handy haben wir von dieser, ja genau, von dieser einen Mutter, die sich umbringen wollte. Der hat sich das Handy nie angeguckt. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, Freunde. Alter. Scott, wie, warum? Ich meine, ja, ich weiß warum. Aber was können die Kinder jetzt dafür, Mann? Ah, die ganze Box. Die ganze Box, die er hier von ihm bekommen hat, von dem Supermarkttyp. Alter, Norweger. Was ist das jetzt hier alles? Verbrennst du alle Beweise oder was? Okay. Er ist eiskalter Mörder von Paco. Ich meine, Paco war ein Schwein, aber trotzdem. Das ist schon heftig. Natürlich, allein die Statur hätte mir doch auffallen müssen, Mann. Blöd bin ich eigentlich. Oh mein Gott, das ist das Bild. Wie kannst du dein... Oh. Ich bin so... Ich bin richtig baff, Freunde. Ich bin richtig, richtig baff. Oh. Oh, er ist da. Er war seine Mutter besuchen. Anscheinend. Aber das macht es nicht besser. Ganz ehrlich. Scheiße. Manfred! Der hat... Wann... Ja, Moment. Wann will er den denn umgebracht haben? Wir haben doch die ganze Zeit mit ihm gespielt. Okay, das passt irgendwie nicht. Wann soll er das denn gemacht haben? Oh mein Gott, Scott. Ich glaub's ja nicht. Er ist der Killer. Er ist einfach der Killer. Der Origami-Killer. Streber. Ja, wow. Ich bin richtiger Streber. Pff, was? Alter. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, als ich Scotty gelesen habe. Gerade eben. Als der Junge ertrunken ist. Als sein Bruder ertrunken ist. Sie ist bei Scott Shelby jetzt? Okay. Wie kommt sie denn hier hin? Ja, klopfen ist wahrscheinlich nicht so gut. Der ist doch zu Hause, oder? Moment, woher hat sie die Adresse? Sie hat von der Mutter erfahren, wie die Familie, die Pflegefamilie heißt. Naja, die müsste ja Shelby heißen. Vielleicht hat sie ja irgendwo Unterlagen gefunden. Aber es ging ja aber ganz schön schnell jetzt. Das ging jetzt echt schnell, dass sie das herausgefunden hat. Es ist auch egal jetzt. Also ganz ehrlich,
Was ist das denn? Oh. Okay. Komm, mach auf. Ich drehe! Oh. Du hast es nicht verlernt. Das war aber knapp. Okay, du brichst gerade bei Scott Shelby ein. Dem Origami-Killer. Das ist vielleicht nicht so schlau. Die Wohnung des Origami-Killers. Es muss einen Hinweis geben, wo Sean Maas ist. Okay. Hinweis. Ich gehe alle Zimmer durch. Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Okay, schnell. Ich muss mich beeilen. Natürlich. Kann jede Minute zurückkommen. Na klar, wir durchsuchen alles. Alles wird durchsucht. Der wird wahrscheinlich die Beweise, die Hinweise hier in diesem Schrank versteckt haben. Davon gehe ich mal jetzt nicht aus. Das wäre es jetzt, wenn es das wäre. Okay, ist es nicht. Wahrscheinlich an seinem Schreibtisch, oder? Ich gehe mal direkt dahin, wenn ich schnell machen soll. Okay. Ja, da ist der Inhalator. Was hier unten nochmal? Die Pistole ist hier, glaube ich, drin. Ach nee, sein Stoff. Ja, gut. Was? Hohoho. Was ist das? Moment. Das sind die Files, die Akten von den Todesopfern oder was? Police Department. Anscheinend unwichtig, wie es aussieht. Okay. Wir gehen einmal drum herum. Ja, da gucken wir auch gleich. Da unten. Pistole. Nehmen Sie mit. Egal. Wir haben eine eigene Pistole, oder? Er war früher ein Cop. Wusste wahrscheinlich genau, wie eine Untersuchung geführt wurde. Oh Mann, ja. Und er hat natürlich die Schreibmaschine. Stand die da schon immer? Mülleimer. Von da kommt Brandgeruch. Oh, okay. Lösen sich da Beweise in Rauch auf? Absolut. Madison, absolut. Deswegen beeil dich. So, Schrank noch. Ansonsten gehe ich gleich noch in die Küche oder ins Schlafzimmer. Eine Schlafzimmer könnte. Uniform. Dein Freund und Helfer. Na klar. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. Okay. Was ist das jetzt? Ist dahinter irgendwas? Wie bist du denn jetzt da drauf gekommen? Eine Tür. Alter. Der ist doch noch hier. Der muss doch noch hier sein, oder? Er ist ja nicht rausgegangen, glaube ich. Wobei, ich hab keine Ahnung. Alter. Hier züchtet er seine Orchideen. Hier hat er die Orchideen gezüchtet, die er auf die Brust der Opfer gelegt hat. Okay, krass. Shelby. Shelby könnte jeden Moment zurückkommen. Ja, ist ja gut. So, was haben wir denn hier? Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Das ist dieser Brief, den Ethan bekommen hat. Oh. Origami-Figuren, natürlich. Okay, hier sind alle Beweise, die wir brauchen. Hier ist alles. Hier ist einfach alles. Geh einfach zur Polizei. Was ist das hier? Laptop? Passwort. Oh, shit, ich brauche das Passwort. Natürlich. Origami, John, Orchidee, Regen. John? Das wäre zu einfach, oder? Falsches Passwort, natürlich. Orchidee, Regen, Shepard. Shepard? Das weiß ja nicht jeder. Auch falsch. Orchidee, Origami, Regen, Max. Max? Max? Ich hab's. Oh. Max. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Ja. Okay, sehr was gut. Was in aller Welt ist das denn? Was denn? Eine Adresse. Da muss Sean Maas sein. Schnell, keine Zeit verlieren. Roosevelt Road? Haben wir Road genommen? Mit Ethan? Ich kann mich nicht erinnern. Oh mein Gott. Okay, Sean lebt noch. Ist das eine Live-Aufnahme? Ich hoffe sehr. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.